Ihr wollt wissen, was ich da drüben jetzt hinbaue? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Kiffchen. So, ich weiß auch noch nicht, was ich so vorhabe, weil alles läuft. Wir hatten drüber nachgedacht, eine Armory zu bauen. Wir haben da oben, also da so in diesem Bereich, da sowieso schon mal irgendwie sowas angefangen. Die Musik ist gerade düster, gefällt mir. Dann gehen wir mal hier lang. Ui, rutschen wir mal eine Runde. Hätte ich eigentlich mein Käffchen? Ja, jetzt auf jeden Fall. Oh Mann. Ich bin alt und verwirrt. Naja, alt ist relativ. Wie ist der? Da hätten wir tatsächlich einen frei. Da haben wir einen frei. Und okay, da ist Zeugs dran. Wie sieht er mit denen hier aus? Der ist doch... Ach du Scheiße. Okay. Farbpatronen ist ja auch etwas, das man nicht wirklich so braucht, aber... Okay, jetzt geht mir die Musik auf uns hier. Besser. Wir haben auf jeden Fall hier unsere normalen Gasfilter. Unsere Jodfilter. Da ein bisschen davon, ein bisschen davon. So richtig Sinn macht das hier alles noch nicht. Dann habe ich das letzte Mal die Kettensäge rausgeholt. Ja. Aber die ganzen Munitionssorten kriege ich hier nicht rein. Nach hinten ausweiten. Geht nicht. Weil da habe ich hier Treppenhaus. Hm, ne. Das geht. Jetzt zur Seite ausweichen. Also hier so. Ja, das, okay, dann komme ich da überhaupt noch in diesen Lagerbereich rein. Von hinten. Ach ja, das. Aha. Da war ein bisschen was. Also hier irgendwie was machen, ist auch nicht so sinnvoll. Jetzt wäre natürlich eine Möglichkeit, hier Wand weg und in die Richtung zu gehen. Aber da stehen diese Container quasi im Weg. Das heißt, die stehen im Weg. Die absolut bescheuert aussehenden Raketen sind da ein kleines Problem. Weil die so ein bisschen Meter hoch da drüber stehen. Es ist doch... Nee. Wie sieht denn die andere Seite aus? Hier lang nicht. Nicht auf die andere Seite rübergehen. Und dort anbaue. Ich komme hier raus. Nein. Okay, also die beiden Anbauoptionen, die sind gerade ein bisschen schwierig. Gehen wir hier raus. Also. Was man natürlich machen könnte. Ich muss kurz überlegen. Das kann einen Moment dauern. Gehen wir mal hier runter. Ich will was sehen. Was ist denn, wenn man... hingehen, dass ich genau da drüber anfangen, so ein Lager hinzusetzen. Und auch so ein bisschen die Ausrichtung so machen, dass es von da zugänglich ist. Oder wir setzen es so, dass es quasi von hier oben eine Brücke rüber gibt. Ich glaube, das ist bis jetzt die beste Idee. Von da drüben eine Brücke rüber und dann haben wir da unser
Munitionslager. Ja. Dann ist das auch nicht direkt in dem Gebäude drin, sondern hängt da drüben auf dem anderen. Das heißt, das brauchen wir nicht. Wir brauchen in erster Linie mal Beton. Aber da wir das in dem Stil machen, brauchen wir auch also Metallplatten. Eisenplatten. Moment. Was sagt denn, also Beton ist nicht das Problem. Was sagt denn unser Beton wird voll sein. Easy. Wie sieht's hier vorne mit Eisenplatten aus? Wenn du voll bist, sollte ich auch kein Problem haben. Hm. Das ist... Ja, ich glaube, das ist der way to go. Was haben wir denn hier noch im Angebot, was wir gerade dafür nicht brauchen? Also die werden wir für die Container brauchen, auf jeden Fall. Das ist die Frage, was mache ich mit dem Zeug? Daraus könnte ich mal mit dieser DNA-Kapsel machen, oder? Ja, während ich noch überlege, soll ich nicht ganz ungeduldig rumstehen. Nochmal, ich eingesammelt habe. Hier bin ich falsch. Hier bin ich, glaube ich, richtig. Sprecherprotein. Hier geht eine DNA-Kapsel, dafür brauche ich Alien-Protein. Ein Protein, eine Kapsel. Ich kann drei Protein machen, kann ich eine Kapsel. Okay. Also. Das war schnell fertig. Heiler. Krabbenbrüter. Wunderbar. Habe ich hier noch irgendwelche Proteinschichten rumliegen? So. Sowas. Ja. Also, gehen wir mal da durch. Wollen wir uns den Spaß holen und können das in den Schredder schmeißen. Oder brauchen wir die noch irgendwo für? Müssen wir nochmal gucken. Wahrscheinlich werde ich die Punkte dafür gar nicht zusammenkriegen. Aber macht ja nichts. Also, wir setzen das da oben hin, packen dann entsprechend Zeug da, also die Container da rein, machen den Zug fertig. Also noch einen zusätzlichen Bahnhof zum Ausladen. Muss ich die Leitung, die Bahn ein bisschen umleiten, aber das ist nicht das Problem. So, ich kriege hier 50 DNA-Kapseln. Machen wir mal 50 DNA-Kapseln. Warum auch nicht? Hätte ich einen Bahnhof. Könnte ich den Bahnhof direkt da drunter machen? Könnte ich den Bahnhof direkt da drin machen? Das wäre natürlich von der Streckenführung her mächtig schwierig. Vielleicht könnte da erst rausfahren. Nee, da muss der in die andere Richtung rausfahren. Das ist nicht. Warum muss das alles so kompliziert sein? Warum habe ich es mir von vornherein selbst so schwer gemacht? Das sind alles Dinge, über die man nachdenken muss, ne? Aber gut. Auch das kriegen wir hin. Du bist gerade hier, dann kannst du weg. Ein wunderbarer Satz. Wofür braucht man hier diese DNA? Nee, DNA. Sag mal. DNA. Alien DNA gab's. Du sagst mir. Ich sehe jetzt nicht, wofür ich die brauchen kann, ne? Jetzt hier ist so ein. Oder ich sag. Er sagt mir auch nicht, wofür ich das benutzen kann. Shit. Aber ich gehe doch jetzt nicht alle Rezepte durch. Ja, ich könnte auf der Webseite nachgucken, aber das habe ich schnell vorbereitet. Deswegen lasse ich das. Ich gehe jetzt eigentlich da direkt rein. Ich habe hier keinen.
mal wieder umpacken. Warum stockst du so sehr? Das gefällt mir auch wieder nicht. Ihr kennt den Spaß hier. Das ist immer ein Hin- und Hergerenner. Du gehst hoffentlich direkt hier rein, oder? Alles Unbestimmte ist rechter Ausgang. Linker Ausgang ist hier. Sonst soll ich um das nach oben zu bringen. Oh, Fallschirm könnte ich hier reinschmeißen. Habe ich aber nicht. Wer nah gab es denn? Geht mal da rein. Dann dürftet ihr auch direkt hier in den Kollegen reinkommen. Irgendwann. Okay. Okay. Chill mal. Okay, da kann ich gar nicht rechnen, dass 1000 Punkte quasi eine Kapsel sind. So, mach mal bitte. Okay, mehr haben wir. Das ist belohnt. Okay, wollte ich nur gesehen haben. Sehr schön. Ist schon so klein? Egal. Ah! Aufstehen, dann ist man größer. Cool. Also das funktioniert. Ja. Ach ja, Zeug wegschmeißen. Das war's, weswegen ich eigentlich da irgendwo hingegangen bin. Da lang. Da lang. Und das ist hier doch mein Wegschmeißcontainer. So. Will ich die hier wegschmeißen? Oder die Lernkanister kann ich wegtun. Das, was ich gerade vorhabe, brauche ich erstmal davon nichts, davon nichts. Für den Anfang auch davon nichts. Hier könnt oben einsortiert werden. Davon brauche ich nichts. Das halte ich mal. Das ist zwar Quatsch, so viel zu behalten, aber okay. Euch brauche ich nicht. Wasserkanister brauche ich auch nicht. Die behalten wir. Gummi und Kunststoff kann auch erstmal weg. So. Den ganzen Kram werde ich gerade auch nicht gebrauchen. Dann. Im Zweifel sortiert ihr das jetzt eh ein. Können wir auch. Auch. Weil wenn ich mit den Containern dran bin. Wie viele Container brauchen wir denn? Was haben wir an Munition? Also, das ist scheinbar heute eine Planfolge. Also, die ist ungeplant zum Planen. Wenn ihr versteht. Wunderbar. Ich sollte den Codex direkt öffnen. Was ist das nochmal? Oh, wie Codex, genau. Da ist was drum. Vielleicht sollten wir überlegen, dann auch dort eben genau solche Sachen für den Ernstfall hinzupacken. Also den ganzen Kram. Oh, das würde ich in so Kisten packen. Machen wir so ein schönes Kistenregal. Oh, wir könnten natürlich auch, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, Drohnenstrecken machen. Für die verschiedenen Sachen. Weil dann können wir oben aufs Dach von dem Ganzen, was wir jetzt basteln, wirklich Drone-Ports packen. Batterien mache ich hier ja. Das ist ja alles super. Hey, dann machen wir das. Dann Drone-Ports. Die Batterien gehen nach oben, werden mal benutzt. Die gehen hin und her und bringen mir wunderbar die verschiedene Munition zu. Ist ja nicht unbedingt pro Drohne eine Sorte haben. Da gucken wir einfach wieder aus. Wahrscheinlich am besten irgendwie. Wir zählen jetzt einfach mal nach. Ich mache mir mal eben nebenbei eine Liste auf. Gib mir eine Sekunde. Also, was haben wir denn an Teilen? Kann man hier auch nicht sortieren, ne? Also, es wäre so schön, wenn man das einfach mal schön alphabetisch sortiert haben könnte. Aber okay. Braucht man nicht. Also, Schwarzpulver brauchen wir ja nicht. Nobelisken. Haben wir. Nobelisken. Okay. Aufgeschrieben. Dann haben wir irgendwo
das nächste. Gewehrmunition. Gewehrmunition. Wie gut das rauskommt. Vielleicht bringen wir drei Sachen in einer rein. Feuerwerk packen wir gleich auch noch weg. Brauchen wir ja nicht. Das ist ja nur zum Spiel. Da haben wir gesagt, ganz zum Ende machen wir eine Tour und dann machen wir einmal groß Kaboom und schrotten das Safe Game. Dann haben wir hier die Zielsuche. Da bin ich zu faul zum Tippen, das kopiere ich mir. Zielsuche, Gewehr, Munition. Oh, hat mir. Warte mal, nach Stachelsuche. Oh, das ist doch gut. Viel einfacher. Wir haben hier Eisen. Mir Stachel. Betäubungsstachel. Scherbenstachel. Explosionsstachel. So. Dann sind wir bei Nobelisk. Haben wir einmal den Puls. Ich weiß, Gas machen wir gar nicht, weil es da halt keine Möglichkeit gibt, das zu automatisieren. Also ja klar, die Produktion von den Gasnobelisten selber, die kann man automatisieren. Das ist mir klar. Aber hier die Biomasse halt. Das wäre schön, wenn es ein Update gäbe, wo man Biomasse selbst generieren könnte. Dann wird das Ganze auch erstmal ein bisschen mehr Sinn machen. Gas. Da kommt kein Leerzeichen hinzu. Dann haben wir Splitter. Nein, den Zünder brauchen wir nicht. So, dann haben wir die Munition. Gewehrmunition. Da gab es nur die drei, das passt auch, ne? Achso, die Nukes muss ich gleich nochmal gucken. Zielsuch haben wir und Turbo. Turbo schreibe ich hier. Auch schön. Turbo. Nee. Gewehrmunition sogar stehen. Danke. So. Habe ich hier nicht. Danke. Die heißen auch noch Nukleisk. So, wenn ich das jetzt richtig sehe. Mit den Gasdingern, wenn ich sie denn bauen würde, komme ich auf exakt 12 Stück. Das heißt, ich müsste 4 Drohnen da oben drauf packen und jeweils mit 3 zur Verfügung, also zusammenbasteln, was super funktioniert mit einem ganz normalen Standard-Merger, weil der hat 3 Eingänge. Damit könnte ich das schön gleichmäßig auch irgendwie da reinkriegen. Das ist doch super. Das machen wir. Wir haben einen Plan gefunden und ich brauche die Bahn nicht. Wunderbar. Ist immer ein guter Plan ohne Bahn. So. Das wollte ich. Das bleibt noch im Inventar. Das wollte ich noch wegbringen. Das wollte ich aber da oben machen. Nämlich übers Gelände laufen. Genau. Denn ich bin ein Akrobat. Artist. Ein Leben für den Zirkus. Gut, dass wir drüber geredet haben. Welche haben wir hier? Das ist süßes Feuerwerk. Und können das? Schickes. Süßes Feuerwerk. Welches haben wir hier? Das ist schickes. Hat eine Ahnung, was da hinten drin ist. Funkelndes. Aber so, wird sogar ordentlich weg. Ich finde es faszinierend, dass hier immer noch die Produktion läuft. Ohne dass ich das einmal angepackt habe. Das ist super. Okay, Höhe bestimmt. Wie haben wir das denn hier gemacht? Das ist hier auch, also hier ist tatsächlich ein volles. Und dann sind das sind einzelne, ne? Weil das ist zweier, genau, ein Meter, ein Meter, das ist ein normales Fenster. Das heißt, auf die Höhe, wir könnten natürlich. Jetzt ist die Frage, machen wir
wie machen wir die Brücke darüber? Ich glaube, wir machen die, indem wir Architektur. Haben wir dazu? Ja, mir oh, toll. Wir spielen mir Stangen. Super. Ich gehe mal Stangen holen. Der große Vorteil hier ist ja, dass ich nicht immer ganz so weit weg muss. Ja, das hier ist noch gerade ein bisschen Chaos, aber. Für die Bahn. Ich glaube, kann ich eigentlich auch mal abreißen. Den Spaß. Da vorne ist ein Stand. Also, immer jetzt folgendes. Wir packen uns ein. Machen eine Reihe voll mit Eisen. Platten. Ja, eine Reihe sind 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, 9. Die packen wir wieder da rein. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Dann machen wir jetzt eine Reihe hiervon voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noch eine Reihe. Und hiervon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der kann wieder rein. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Sortieren, sortieren. Fertig. Hier stört gerade. Sortierung habe ich eh noch nicht verstanden. Egal. So, damit haben wir erstmal genug, um da oben ein bisschen rumzubauen. Was wir neu brauchen, können wir neu holen. So. Hier. Es wird ein bisschen blöd mit dem Geländer, wie ich mir das vorstelle. Aber auch das tun wir. Indem wir. Idee. Einmal. Aber ich will dich außen haben. Da drüben hat es geklappt, warum hier nicht? Danke. Na. So. Wir packen uns hier in die Mitte. Den Kollegen und den Kollegen. Und haben dann die Möglichkeit, dort rauszugehen. So. Das wird meine Brücke. Dafür können wir den Spaß nehmen. Und das Geländer kann weg. Und hier geht's dann rüber. So, wo fangen wir an? Ich glaube, wie steht der da? Das ist ein guter Bereich, oder? Wie breit müssen wir den Spaß haben? Wir brauchen einen Gang in der Mitte. Irgendwie. Das ist jetzt hier genau zwischen zwei. Das darf da unten zwischen zwei sein. Das passt schon. Muss ja auch ein bisschen symmetrisch sein, ne? Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ein Container ist etwas über einem lang. Da, und dann hätten wir das da alles noch als, also wenn wir das als Mitte hier markieren. Ja. Dann nochmal den mittleren hoch. Dann haben wir da 3 und 2, 3, 4, 5. 6, 7. Da 3. Da 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Jetzt nehmen wir uns den Spaß hier. Immer ein bisschen darüber. Fehlt eine ganze Menge. Was gibt's da? Wunderbar. Genau bis hier drauf. Perfekt. Aber es fehlt auf jeden Fall dieser Alba. So, jetzt haben wir hier auch den Anschluss gemacht. Aber wir kommen natürlich jetzt nicht optimal raus. Weil wir müssen den Eingang eigentlich halb darüber verschieben. Könnten wir entweder sagen, okay, wir machen das hier wieder zu und lassen die Brücke nur über einen hier rauslaufen. Oder... Okay, jetzt zum Aufbau am Anfang können wir das erstmal so lassen. Weil ist eh gerade egal. Jetzt brauchen wir Fundamente. Die sind hier fundamental wichtig. Wie weit müssen wir haben? Da müssen es vier sein. Da müssen nochmal drei. So. Ja, okay. Ich glaube, es ist besser, wir ziehen das hier hin. Oder aber, ich mache diese Brücke wirklich so breit, dass sie von da bis hier geht. Anstatt da hinten diese Einkerbung und dann nur diese Zweierbrücke. Dann wird das halt eine sehr breite Brücke. Alter, wir haben doch mittlerweile auch die kleinen Geländer, ne? Ja, das funktioniert auch nicht, was ich mir da vorgestellt habe. Also der nächste Gedanke wäre gewesen, man kann die Dinger ja auch ein bisschen dick machen und so setzen. Ja. Aber ist das halt Shit. Hier wunderbar das so mittig drüber setzen, irgendwo, wenn es mich denn lässt. Also, ich könnte das dann hier dran packen, dass das bis hier hingeht. Aber so richtig zufrieden bin ich mit der Lösung noch nicht. Wahrscheinlich wird es aber auf irgendwie sowas rauslaufen, dass ich den Spaß mit diesem hier einfach hier lang laufen lasse. Das geht dann wirklich genau mittig da drüben drauf. Und dann habe ich da auch keinen Stress mehr. Das machen wir auch direkt. Hier können wir jetzt hingehen. Können das wirklich zumachen. Nur hier geht es halt nicht mehr. Und da nicht. Und da habe ich noch keine Lösung. Also selbst die Halbgeländer sind falsch. Man bräuchte eigentlich, allein weil man es so setzen kann, möchte man Viertelgeländer. Blinde. Nicht, bis die Straßensperre geht. Habt ihr dafür irgendwie eine Lösung? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, wie ich das machen kann. Im Moment mache ich mir einfach den Weg. Ich blockiere ihn mir hier so und überleg mir, wie ich aus den Säulen vielleicht noch ein schönes Element zum Torbogen machen. Okay. Hier geht einmal ohne den da hinten schön weg. Dann kommst du, gehst mir
bis dahin. Ist wahrscheinlich jetzt drüber, ne? Macht nichts. Den einen können wir wegmachen. So. Dann haben wir hier den Anfang. Können uns dort eine schöne nicht Betonwand, sondern wir nehmen mal wieder die Fixed-Wand mit Tür setzen. Wunderbar. Und haben direkt hier unseren Eingang. So. Das machen wir jetzt einmal so. Ups, das war ein bisschen... Dem hier war es ein bisschen viel. Den möchten wir auch stehen lassen. Aber das da hinten kann also. So. Also haben wir wenigstens den Anschluss schon mal geschafft. Jetzt ist noch die Frage, wie groß muss das werden? Wie weit nach hinten muss das gehen? Wie weit nach hinten muss das gehen? Wie gesagt, 12. Das heißt, wir müssten auf jeder Seite 6 Container haben. Wie sieht denn die Containerbreite aus? Habe ich hier irgendwelche Diener? Das machen wir jetzt noch eben. Wenn ich einfach sage, ich gehe 8 nach hinten, dann habe ich auf jeder Seite die 6 Stück. Habe vorne ein bisschen Platz davor, habe ein klein bisschen Platz dahinter. Damit das nicht ganz so gedrängt aussieht. Und setzt wirklich die auch nicht ganz aneinander, sondern da ist immer Platz dazwischen. Man könnte dann mit Wänden da drin nochmal arbeiten. Vielleicht wird das eine ganz schöne Geschichte, ja. Das machen wir. Also, das heißt, hier kommen jetzt 7 dran. Oh, nein, komm. Nein, nicht 2. 1. Ja. Wenig. Nein, bis dahin. Dahin. So. Ah, dann haben wir relativ zügig hier schon mal unsere Hand gelegt. Könnten natürlich für... Oh. Schreibt auch das mir mal in die Kommentare. Möchtet ihr ein Blueprint... Blablabla. Blueprint für ein modulares Lagerdesign haben? Letztendlich, ich sag mal, 2 Container. Hinten die Verteilung schon mal dran, dass man die einfach nur nebeneinander stacken kann. Und fertig. Einmal für links, einmal für rechts. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.